Guten Abend, ihr Herrschaften, und willkommen zu einem neuen Projekt. Die Umfrage hat ja ergeben, dass Die Siedler 7 das zweitbeliebteste oder zweitgewünschteste Spiel ist der Zuschauer von euch, also. Und da Borderlands noch ein bisschen warten muss, fange ich damit jetzt hier auch an. Die Umfrage lief lange genug, sie ist aber immer noch offen, denn danach, nach diesen Spielen, kommen natürlich noch andere und ihr könnt entscheiden, welche das sein sollen. Falls ich es vergesse zu verlinken, dann schaut doch einfach mal in das letzte Infovideo. Irgendwo Richtung Umfrage müsste das heißen. Also, oder Projektumfrage, sowas in der Richtung. Ja, es ist das erste Siedlerspiel dieses Kanals. Und eigentlich hätte ich schon viel lieber und noch schon eher damit begonnen, irgendwelche Siedlerspiele hier aufzunehmen, weil ich mag diese Reihe echt wirklich, weil ich sowieso so ein kleiner Strategiespieler bin, Wirtschaft und so. Das mag ich schon sehr gerne. Und die Umfrage hat nun natürlich ergeben, dass wir eben nicht mit irgendwelchen anderen Siedlerspielen anfangen, sondern eben Siedler 7. Danach werden dann Siedler 2 folgen, wenn nicht gerade viele dann für andere Siedlerspiele stimmen. Zwei andere müssten noch in der Umfrage sein. Erbe der Könige und Aufstieg eines Königreichs. Das tut jetzt aber nichts zur Sache, denn wir spielen die Siedler 7, wer es immer noch nicht mitbekommen hat. Und zwar die Kampagne. Nein. Vom Nomaden zum Siedler. Mondfelden. Verwandelt Mondfelden zurück in den geschäftigen Ort, der er einst war. Zu Beginn der Reise verfügt ihr über euer Schloss, ein großes Lagerhaus voller Rohstoffe, einen Baumeister und die Taverne, das eigentliche Herzstück jedes Königreiches. Es wird einiges erklärt, die ersten Missionen sind sowieso, ich glaube, die ersten 5 Missionen sind Tutorial-Missionen, oder 6. Und es werden immer schöne Cutscenes eingeblendet, damit die Story erklärt wird. Vor langer Zeit war das größte Gut im Königreich Tandrien nicht etwa Land, Viehbestand oder Gold, sondern die Krone der Gerechtigkeit. Eine Krone, die nur an Königinnen und Könige verliehen würde, die ihr Land weise und gütig regierten. Doch Krieg und Habgier ließen die Herrscher Tandriens erkalten, und die Krone blieb ohne einen würdigen Träger. Und so schloss man sie weg. Bis eines Tages ein neuer Anwärter auf den Plan treten sollte. Ihr habt mich gesucht, Vater? So ist es, Zoe. Komm, dein größter Wunsch ist greifbar nah. Das Königreich Tandrien ist zerrüttet. König Baldurus wurde von Lord Wolverine und dessen schwarzen Ritter Darkorian vertrieben. Diese versuchen, Tandrien zu übernehmen, falls wir dies zulassen. Zoe, das ist der Moment, auf den du gewartet hast. Das ist deine Chance, endlich Königin zu werden. Reite nach Tandrien und besiedle es. Dann kannst du über dein eigenes Reich herrschen. So soll es sein, Vater. Ich enttäusche euch nicht. Verlangen, wie trügerisch dein Bild doch ist. Da, der ist doch nicht ehrlich. Zoe, ihre Reise nach Tandrien an, um einen alten Freund ihres Vaters zu treffen. Dieser sollte ihr bei der Besiedlung Tandriens beraten zur Seite stehen. Der gute alte Tutorial-Mann, wer kennt ihn nicht? Die Rothaarige gegen den versnobten Schwarzhaarigen. Ja. Aber da haben wir schon Zoe gesehen, die wir die ganze Zeit spielen werden. Also wir sind die ganze Zeit Zoe. Und sind im Auftrag unseres Vaters, um die Feinde und der anderen Könige Tandriens zu besiegen. Und so fängt es an.
Mohnfelden, ein kleines Dorf in Tandrien. Mit einer Riesenburg. Zum hinkenden Eber. Willkommen in Tandrien, Prinzessin Zoe. Ich habe euch schon sehnlichst erwartet. Ah, ihr müsst Bors sein. Mein Vater hält sehr viel von euch. Er sagte, ihr kennt Tandrien wie kein anderer. Seine Majestät ist zu gütig. Aber richtig, das eine oder andere weiß ich tatsächlich. Exzellent. Dann könnt ihr mich bestimmt bei meiner Besiedlung unterstützen. Sicher doch, stets zu Diensten, meine Prinzessin. Ja, dann schauen wir mal in nützlichen Rohstoffen. Es tut mir leid, die Stimme ist gerade extrem leise. Ha, wir haben Glück. In der Nähe befinden sich reichhaltige Steinvorkommen und kleinere Wälder. Das wird euch den Bau eurer ersten Siedlung erleichtern. Ich stelle gleich die Stimmen lauter, keine Angst. Es ist selber für mich extrem leise, sodass ich es kaum verstehe. Testen wir zunächst. Ja, das brauche ich jetzt nicht. Also das Steuerungstutorial brauche ich nicht. Ich möchte nur beim Ton die Sprache deutlich lauter machen. Musik passt so, aber das nicht. So, Questtafel und Übersicht. Und die Übersichtskarte. Ja, es gibt eine Übersichtskarte und es gibt hier natürlich die Quests, die wir erledigen sollen. Die Steuerung beherrscht, hat einen guten Überblick. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Juhu. Steine sind wichtig für das Bauwesen. Dieses Ihr müsst Dorf war einst sehr belebt und die Heimat glücklicher Siedler. Doch nachdem Lord Wolverine Tandrien in Unordnung gestürzt und unseren geliebten König vertrieben hatte, verließen viele ihre Dörfer aus Furcht vor Plünderern und Marodeuren. Prinzessin Zoe, ich schlage vor, dass ihr zunächst dieses Dorf wieder aufbaut und es in demselben Glanz erstrahlen lasst, wie einst unter König Balderus. Ich dachte, da wäre böse. Egal. Wege sind sehr wichtig für eure Siedler. Ohne Wege können Gebäude oder Baustellen von Trägern oder Bauhandwerkern nicht erreicht werden. Berghütte und Steinmetz. Die Berghütte ist ein Basisgebäude, an das ein Steinmetz angeschlossen werden kann. Errichtet sie in der Nähe eines Steinvorkommens. Klickt auf das Baumenü, um verschiedene Arten von Gebäuden zu errichten. Alternativ könnt ihr auch auf offenes Gelände klicken. Steine sind wichtig für das Bauwesen. Ihr müsst Steinvorkommen suchen, um Steine zu hauen. Tja, wir sollen eine Berghütte platzieren, Straßen bauen und... War schon immer so verzögert? Ich weiß es nicht. So, die Siedler 7 ist... das Spiel ist etwas anders als die ursprünglichen Siedlergebäude. Siedlerspiele, denn man errichtet nicht einfach nur einzelne Gebäude, sondern, und auch nicht in einem Raster, sondern man errichtet fast immer erstmal ein Basisgebäude, in unserem Fall die Berghütte. An dieses Basisgebäude können bis zu 3 verschiedene Gebäude angeschlossen werden und es gibt immer 6 verschiedene Möglichkeiten. Wir haben bis jetzt nur den Steinmetz freigeschaltet. Und davon können wir natürlich auch gleich 2 bauen. Denn wir werden in diesem Tutorial auch noch kein anderes Gebäude bekommen. Also kein anderes Anschlussgebäude. Arbeiter gelangen über euer Schloss in euer Königreich. Neue Arbeiter holen sich zunächst in einem Lager ein Werkzeug ab, bevor sie ihre Arbeit beginnen. Und davon haben wir nun wirklich genug. Also mit so viel startet man eigentlich nie. Es ist noch alles ziemlich wenig, hier unten ist alles noch sehr leer, das wird später alles deutlich mehr. Aber damit man nicht überlastet wird, ist natürlich entsprechend wenig los. Also wir können auch wirklich noch nichts bauen. Was ich eigentlich gerne tun würde, ich würde gerne ein Lagerhaus bauen. Denn im Vergleich zu den anderen Siedlerspielen sind Lagerhäuser hier in Massen zu bauen. Wirklich. Ganz einfach.
Das liegt ganz einfach daran, dass Lagerhäuser, zumindest wenn man sie erstmal so in der ersten Stufe hinbaut, nur 20 Rohstoffe jeder Art aufnehmen können. Und dann sind nicht auf den Straßenträgern, sondern nur über die Lagerhäuser. Und wenn man viele Gebäude hat, braucht man entsprechend viele Lagerhäuser, um Waren effektiv zu transportieren. Es bringt aber auch nichts, 10.000 Lagerhäuser nebeneinander zu errichten. Also jetzt hier neben das noch eins. Nur um 2 cm Weg dann zu überbrücken. Hier würde sich schon ein Lagerhaus lohnen, denn hier muss jetzt der Soße, Steinmetz. eure Steinmetze haben fürs Erste genug Stein geschlagen. Naja, eigentlich nicht. Steine sind ein enorm wichtiger Rohstoff. Ihr solltet also immer ein Auge auf euren Vorrat werfen. Nun errichtet Wohnhäuser, damit eure Siedler ausreichend Wohnraum zur Verfügung haben. Und das ist die zweite Sache, was glaube ich aber auch bei einigen anderen Siedlerspielen ist. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Wohngebäude. Man braucht Wohnhäuser sind auch Basisgebäude. Aber ja, Basisgebäude stellen Wohnraum zur Verfügung. Das Wohnhaus bietet besonders viel Wohnraum für neue Siedler. Wohnhäuser bieten mehr Wohnraum als Berghütten. Baut Wohnhäuser, damit euer Volk schneller wachsen kann. Bieten die wirklich? Ertrag, Tatsache. Ein. Na ja gut. Das habe ich gar nicht so mitbekommen. So. Das sieht man auch. Da hat man wieder die drei Anschlussgebäude. Sechs kann man maximal hier. Sechs verschiedene Arten kann man bauen. Um zum Thema zurückzukommen, es bringt nichts, das Lagerhaus direkt hier daneben zu packen, weil die sonst längere Zeit brauchen, erstmal ins Lagerhaus reinzulaufen und wieder raus, als dass es was nützen würde, hier das Lagerhaus direkt neben dem anderen zu errichten. Hier würde es es bringen, damit die Bergarbeiter direkt einfach nur aus dem Gebäude fallen, ins Lagerhaus ihre Steine bringen und dann die Lagerhausleute, je nachdem, wo es hier benötigt wird, das hinbringen. Gut gemacht, Prinzessin. Ihr habt den ersten Schritt zum Wiederaufbau erfolgreich gemeistert. Yay. Mangelnder Wohnraum stellt für Mohnfeldens Siedler nicht länger ein Problem dar. Als nächstes benötigen wir dringend Holzbretter. So, damit haben wir schon wieder eine neue Schaltfläche. Und zwar die Statistik. Die werden wir auch brauchen. Achtet auf die Güter in eurer Wirtschaft. Fahrt mit der Maus über diese Schaltfläche, um euch einen schnellen Überblick über eure Vorräte zu verschaffen. Machen wir immer wieder. Die Forsthütte ist ein Basisgebäude wie die Berghütte. Errichtet sie in der Nähe eines Waldes und schließt eine Holzfällerhütte an. Holzfällerhütte und oder eine Sägemühle an. Errichtet Lagerhäuser, um den Gütertransport von Rohstoffsammlern zu weiterverarbeitenden Arbeitsgebäuden zu beschleunigen. Ein effizientes System aus Wegen und Lagerhäusern ist die Grundlage einer starken Wirtschaft. Ihr könnt mehr als nur eine Quest gleichzeitig annehmen. Klickt auf eine auf aktive Quests, um euch eine Übersicht über die Fortschritte zu verschaffen. Ja. Da wird alles nochmal ausführlich erklärt. Das brauchen wir aber jetzt nicht. Da kommt ein Lagerhaus hin. Genauso wie hier und meinetwegen auch hier, wir brauchen sowieso nur zwei. Und zwar die Sägemühle und die Holzfällerhütte. Denn noch können wir keine Bäume anpflanzen, das kommt erst sehr viel später, was eigentlich ziemlich blöd ist. Weil ich meine, zumindest bei dieser 2 kann man das sofort bauen. Das braucht man noch. Aber hier hat man zumindest dichte Wälder. Oh ne. Lagerhäuser sind auch im Vergleich zu den anderen Siedlerspielen extrem billig. Sie kosten nur ein Brett, was wirklich billig ist, aber man braucht es auch. Also man, wie gesagt, man muss hier überall Lagerhäuser errichten, weil die nicht einfach nur Stauraum sind, sondern eben auch transportfähig. Und einfach weil ich es kann, richtig, dass wir das nochmal hier hinten. Ich weiß nicht, ob wir da hinten jetzt überhaupt noch was bauen werden in diesem Tutorial. Das ist mir ehrlich gesagt auch wurscht.
Und da sieht man nämlich, dass sie jetzt hier die ganze Zeit hin und her rennen. Und dann hätte man nicht viele Lagerhäuser, dann würde das überhaupt nichts bringen. Aber die brauchen eben auch eine gewisse Zeit, um da reinzulaufen. Um Waren abzuholen oder da einzulagern. Und deswegen brauchen sie eben auch einen gewissen Abstand, um es effizient zu gestalten. Außerdem braucht man den Platz ja auch nicht nur für Lagerhäuser. Es ist übrigens auch ratsam, erst Lagerhäuser zu bauen und dann eventuelle anderen Gebäude, da so dann die Waren für die anderen Gebäude schneller hintransportiert werden. Ist ja logisch. Was für eine Riesenkarte. Ramirez. So, müssen auch mal so langsam die Bretter hergestellt werden. Das erste. Denn hier mal im Lagerhaus eigentlich auch noch Baumstämme. Ich weiß zwar nicht, was da ein Brett im Lagerhaus macht, aber naja. Bauen wir einfach nochmal ein Wohnhaus. Auch wenn man kann auch die Wohnhäuser einfach hier hinbauen. Teilweise wird man das auch brauchen. Ist natürlich ineffizient, das irgendwo hinzubauen, wo man die anschließenden Gebäude nicht verwenden kann. Neben Stein sind vor allem Bretter extrem wichtig für den Gebäudebau. Prinzessin, ich fürchte, wir sind nicht alleine. Ramirez, ein Lakai von Lord Wolvering, verbirgt sich hier ganz in der Nähe. Was hat er vor? Er versucht, unsere Pläne zu durchkreuzen. Vielleicht lässt sich die Sache friedlich regeln. Das habe ich schon gemerkt. Bei allem Respekt, Prinzessin. Mit Kriminellen kann man nicht verhandeln. Was schlagt ihr dann vor? Lass Taten sprechen. Sie werden besser gehört als Worte. So soll es sein. Seht nur, Prinzessin. Trotzdem kann man es ja wenigstens mal friedlich versuchen. Hier hält sich Ramirez fest. Nicht immer gleich aggressiv werden. Ich schlage vor, wir starten einen Überraschungsangriff. Dafür benötigen wir allerdings eine Armee. Wagt es bloß nicht näher zu kommen, Prinzessin, oder ich werde euch wie eine Male zerfleischen. Ja gut, der scheint dann doch etwas aggressiver zu sein. Also errichtet eine Produktionskette für Brot. Das werden wir für den nächsten Schritt gut gebrauchen können. So, und Bauernhöfe sind wieder Basisgebäude. Die uns anscheinend... Und die uns auch wieder eine Bevölkerung geben, aber die gehen gleich weg, deswegen kriegt man das eigentlich nie mit. So. Bauernhöfe sind allein, sind schon so ziemlich große Gebäude. Allerdings brauchen sie auch viel Platz für die Felder. Da ja natürlich nicht einfach aus Getreide, aus Luft und Liebe entsteht. Sondern das muss man natürlich erstmal anbauen. Und da war schon ganz gut, dass ich das Lager aus hier gebaut habe.
Was mich bloß ein bisschen stört, dass wir jetzt nicht gleich eine Bäckerei bauen können. Weil natürlich, erstmal wird in der Getreide schon das Weizen angebaut, abgeerntet, wird dann in die Mühle geschickt. Dort wird es dann zu Mehl gemahlen und anschließend wird es in der Bäckerei zu Brot gebacken. Da. Wer auf Vollbildschirm und HD stellt, der sieht dann, dass da so ein kleines bisschen schon das Brot hervorlugt. Wunderbar, ihr habt euch erfolgreich um Mehlgewinnung gekümmert. Um nun Brot zu backen, fehlt nur noch eine Bäckerei. Die wir auch gleich hätten bauen können, weil wir schon sowieso 5 Mehl im Lager haben. Aber lassen wir erstmal. Also das ist ja nicht so wichtig. Hervorragend! Ab sofort seid ihr in der Lage, Brot zu backen. Euer General erwartet eure Befehle bei eurem Schloss. Doch er alleine ist nicht stark genug, um Ramirez' Außenposten anzugreifen. Heuert mit Hilfe von Brot Söldner in meiner Taverne an, um euren General zu unterstützen. Ich spendiere die notwendigen Münzen dafür. Tatsächlich. Kriegsführung. Klickt auf das Kriegsführungssymbol, um die Kriegsführungstafel einzublenden. Alternativ könnt ihr auch den General auf der Karte anklicken. Auch den General auf der Karte anklicken, um die Tafel aufzurufen. Pikeniere können in der Taverne angehört werden. Verstärkt eure Armee mit ihnen, um Sektoren erobern zu können. Pikeniere sind die grundlegendste Einheit. Kosten auch am wenigsten. Und also nur 3 Gold. Und dann eine einfache Verpflegung. Einfache Verpflegung, sieht man hier oben, ist in diesem Spiel nur Brot oder Fisch. Bessere Verpflegung kommt dann später noch dazu. Das ist dann Fleisch. Und Fleisch bekommt man dann durch Jagen bzw. durch eine Schweinezucht. Ich weiß gar nicht, ob die Schweinezucht schon in der Kampagne ist. Zumindest nicht in den Tutorials. Weil die Schweinezucht ist auch relativ ineffektiv, aber dafür ist man nicht abhängig von irgendwelchen Tierherden, die sich teilweise langsam vermehren oder eben nur im Wald vermehren. Wenn man hier rausfährt, sieht man auch noch die ganzen Rohstoffe. Wir haben eben Wälder und ein Steinvorkommen und Ramirez hat eben gar nichts. So, da wird dann Brot in die Taverne gebracht und da das ganze Gold schon da ist, dauert es dann nicht lange, bis dann die Pikeniere hier rauskommen. Gab es nicht immer noch 3? Gab es nicht eigentlich 3 Arten? Ja, na gut, doch. Die Frau, der Typ und der Dicke. Auch bei den, auch später bei anderen Einheiten oder Siedlern, dann sieht man immer so zwei, drei verschiedene Typen. Um das Ganze nicht ganz so monoton zu gestalten. Boah, Leute sehen alle gleich aus. Boah, wie atmet der denn? Der für Lungenvolumen haben muss. So, haben wir sie jetzt alle? Eigentlich könnten wir jetzt schon längst angreifen, aber ich will zumindest 6 haben, damit es ein Stück schneller geht. Deswegen spule ich jetzt mal vor. Ja, das ist natürlich so.
Ja, baut mehr Wohnhäuser, das ist das übliche Problem. Wieso kommt er nur mit Stein an? Na, trotzdem kann man angreifen. Ihr solltet über mehr Soldaten als zur Verteidigung verfügen. Ja, ist mir klar. Kriegsführung ist ja recht simpel. Man muss eben nur gucken, wie es mit den Einheiten steht oder wie man Verteidigung hat oder sowas. Solange es sich nur um Pikeniere dreht. Das tut es erstmal eine Weile. Es ist erstmal, geht es einfach nur um die Anzahl. Wir müssen nicht trotzdem 2-3 Leute verlieren. Weil die natürlich alle immer alle angreifen. Ja, 2 Leute haben wir verloren. Bei 7-3. Hätten sie alle einen angegriffen, dann wäre das natürlich deutlich besser ausgefallen. Aber das kann man leider nicht beeinflussen. Generäle kämpfen übrigens gar nicht. Wie man hier sieht, die ziehen sich zurück, sobald sie keine Einheit mehr haben. Später erfährt man dann noch, dass also gibt es noch verschiedene Generäle, die dann verschiedene Boni auf irgendwelche Einheiten geben. Hey, der hat doch Stein. Achso, wahrscheinlich. Ja, nicht mehr. Über dem Außenposten wird angezeigt, wie lange er dafür benötigt. 90% wird er dafür benötigt. Achtung. Dieser Sieg soll euch gehören. Hooray. Doch beim nächsten Mal werdet ihr nicht so viel Glück haben. Ich werde viel Glück haben. Gut gemacht, Prinzessin. Eure ersten Truppen sind unter Vertrag. Und eure Demonstration militärischer Geschicklichkeit war auch äußerst beeindruckend. Das wird Ramirez eine Lehre sein. Wogegen setzen sich Ramirez und Lord Wolvering eigentlich zur Wehr? Die beiden sind ruchlose Banditen, die nichts anderes wollen, als Tandrien dem Volk zu entreißen. Sie waren es, die unseren geliebten König Baldarus vertrieben haben. Ich dachte, König Baldarus wäre ein Tyrann, der rücksichtslos zu seinem Volk war. Glaubt solche Lügen nicht. Seine Majestät war weise und gütig. Er wurde lediglich falsch verstanden. Ist es nicht eigentlich so die typische Ausrede? Wurde nur falsch verstanden. Ja, ja. Yay, 100 Münzen. Dann setzen wir die Kampagne gleich fort. Und fackel nicht lange. Sieht ja auch sehr freundlich aus. Die Zoe. Da unten rechts sinkt die Kerze langsam ein. Hooray! Einzug der Kriegsherren. Da das sowieso im Ladebildschirm noch steht, kann ich es nur vorlesen. Da er den Sieg nicht erzwingen konnte, beschloss Ramirez, ihn zu kaufen.